Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 151, glaube ich, von Aborion. Ja, ich bin ein bisschen auf der Karte hin und her geflogen und werde euch das gleich auf dem großen Bildschirm zeigen. Und ja, bin jetzt in einem Sektor angekommen, wo es ein Ausrüstungsdock ist. Da gucken wir dann mal vorbei und schauen, wie es hier ist. Wir brauchen noch da oben Kanoniere, weil ich noch eine Waffe hinzugefügt hatte. Und ja, alles nach dem Intro weiter, ne? Bis gleich. So, jetzt würde ich mal sagen, kann er eigentlich schon mal zum Ausrüstungsdock fliegen? Wo ist das? Da oben. Flieg du mal dahin. Und wir gucken uns gerade die Karte an, wo ich euch zeigen kann, dass ich jetzt von diesem gelben Punkt, da waren wir gestartet, bin ich hier so hoch geflogen. Hier gab es irgendwo einen Asteroiden, den ich dann eingenommen habe und verkauft habe an eine Fraktion. Ich glaube an diese Fraktion, die hier noch neutral mit uns ist. Da haben wir dann rundweg 10.000 Punkte gekriegt und naja, sind jetzt ein bisschen besser mit denen dran. Noch nicht gut, aber schon neutral etwas besser. Dann war hier irgendwo noch ein Konflikt mit Piraten. Die konnte ich aber bis auf zwei Torpedotreffer, glaube ich, abschütteln und bin dann weitergeflogen. Bin dann hier über dieses Tor, über den Spalt geflogen und dann hier diesen Weg jetzt hier lang und bin jetzt hier angekommen. Ja, und jetzt wollen wir hier mal gucken, was wir da so an Ausrüstung vielleicht noch kriegen können, wenn wir da gleich beim Ausrüstungsdock sind. Ja, schauen wir doch da mal rein, oder? So, wir können hier, denke ich mal, einfach schon, oder der dockt jetzt sowieso, glaubt, ne? Oder wie macht der? Durch die Tore fliegt er ja alleine. Ja, er dockt. Wunderbar. Traktorstrahl ist aber... Nee. Docken ist noch nicht dran, ne? Kann er wohl nicht. So, da können wir auf jeden Fall Kanoniere wahrscheinlich kaufen oder irgendwelche Crewmitglieder, dass wir Kanoniere kriegen. Und schauen uns mal an, was es da so gibt, oder? Ausrüstung handeln. Schauen wir erstmal hier. Geschützkontrollsystem, Höchstgeschwindigkeitsüberbrücker. Dann fliegen wir schneller. T4 Scanner Booster. Ja, blau aufwärts, ne, würde ich sagen. Den Rest ist ja schon wieder nicht so dolle hier, ne, aber das ist klar. Basishandelssystem. Ein Abschirmer, ne. Hyperraumverstärker, aufdeckendes Hyperraumverstärker-Subsystem. Ne, da ist jetzt nichts. Bei, wo wir was brauchen können von Waffen. Anti-Fighter-Geschützturm, okay. Die DPS sind hier ziemlich hoch bei dem Teil. Könnte ich aber nicht kaufen, weil wir da nicht zu frei haben hier, ne? Und der Bergbauer. Ja, ich glaube, das ist jetzt hier auch nichts von Bedeutung. Gut, was wir machen können, wir können natürlich, gibt es doch hier auch Karten, ne? Fraktionskarte. 1,5. Ach ne, hier muss ich klicken, um die zu bekommen. Und dann sollten wir die mal schauen. Wo war die jetzt im Frachtraum, glaube ich, ne, oder? Hier nicht, oder doch? Was sind das alles? Torkarten-Updates? Aber ich glaube, das habe ich gerade gekauft, ne? Ja. Benutzen. Karte. Und da ist ein bisschen mehr blau geworden. Okay. Dann wissen wir halt, wo es weitergeht. Was wir gerade mal gucken könnten, ob wir in diesem Bereich schon Trinium haben. Nein, Nauenit haben wir hier nur. Okay. Das heißt, wir müssen noch weiter zum Zentrum hin. Ja. Sollte man mal gucken. Aber hier, denke ich mal, wird es dann irgendwann sein, ne? Was sind das denn hier alles für Fraktionstor-Karten-Update? Komplettes Gebiet. Habe ich die mal irgendwann gekauft und nicht eingesetzt? Oder wie ist das? Benutzen. So, die Frage. Ich glaube, hier ist es. Ne? Kann das sein, dass ich das hier jetzt gerade was freigeschaltet habe? Ich glaube schon, ne? Warte mal.
Vielleicht ist das jetzt hier neu. Könnte sein, oder? Die Eugen, ja. Sieht danach aus, dass es von denen ist, oder? Tornetzwerk, nee, Fraktionen, da oben steht immer dein Fraktionsname. Jetzt müsste man nur wissen, wo die sind, ne? Die sind es auf jeden Fall nicht. Tja, das ist jetzt zu schwierig rauszufinden, wo das ist. Nee. Da oben ist nichts. Hier unten ist noch was. Da waren wir wohl auch schon mal ein bisschen rumflügen, ne? Nee, die sind es alle nicht gewesen. Ich weiß nicht, aber kann ich jetzt auch nicht. Das wäre schön, wenn man sehen könnte, wo man was hinzugefügt hat, ne? Aber ich weiß nicht, wo. Müsste erstmal wissen, wo die Fraktion ist, ne? Wo man gerade diese Karten gemacht hat. Das sieht auf jeden Fall alles nicht so aus, als ob ich die gerade gemacht hätte. Hier habe ich auf jeden Fall irgendwas erwischt, ja. Aber alles andere nicht. Hier blinken noch ein paar Sprungtore, die ich gar nicht haben wollte, wahrscheinlich. Okay, ist das schon mal erstmal geklärt. Wir hatten jetzt hier nichts drin. Wie lange läuft die Zeit hier, ist die Frage. Ausrüstungsstock, noch 13 Minuten, okay. Das waren aber auch schon die Sachen, naja, Antifighter-Geschützturm, ja, okay. Achso, wir brauchten noch Crew, die kriegen wir hier wahrscheinlich, ne? Crew anheuern, ich hoffe, ja, gibt es. Ich weiß nicht, wie viel, ich tippe mal auf 2. Ach, hier unten steht es doch, einen brauche ich nur. Dann muss ich den noch anheuern, ne? So. Jetzt kann ich mal rausgehen in die Karte. Oh. Schwierig zu sehen, aber da unten sind die ganzen Stationen, ne? Frachter sind das. Da sind Tore. Waffenfabrik. Das ist ja mal was, was wir jetzt gebrauchen können, ne? Ne, das ist ein Hyperraumsprung. Den weiß ich auch gerade nicht, wie man den deaktiviert. Hier ist irgendwo die Waffenfabrik. Wie sind wir denn mit denen hier gut gestellt? Dann könnte es funktionieren, dass wir da was kaufen können oder nicht? Ja, geht. Wunderbar. Fliegen wir da mal hin. Okay. Große Drehung. Haben wir Glück gehabt, dass wir nirgendwo gegengeknallt sind. Der Thomas hatte ja gesagt, dass ich da mal vorbeischauen sollte und da mal schauen sollte, dass ich da mir eine Waffe baue. Dann gucken wir uns das doch mal an. Aber weißt du was? Das ist gerade zu kompliziert. Da können wir das auch so machen, dass der da selber hinfliegt, ne? Gut, ja, ganz viele Informationen soll mal nebenbei auch wieder, er hat mir geschrieben, ich sollte dann nebenbei vielleicht mal ein Spiel spielen und damit ich da besser reinkomme. Ja, kann man alles machen, ne? Aber ist dann doch so die Zeit das Problem, würde ich sagen. Ne? Würde ich gerne machen, aber immer die Zeit zu haben, ist dann doch schwierig. Ich spiele es jetzt mal so, wie ich es spiele und ja, das eine oder andere nehmen wir mit. Manches klappt dann halt nicht, dann bin ich wieder raus und ist vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber kann man auch nicht ändern. So, flieg mal schneller jetzt dahin. Kannst mit Vollgas hinfliegen oder haben wir keinen Saft mehr, ne? Alles klar. Jo. Unsere Batterie ist leer. Ja, Schiff ist jetzt nicht schwach. Was steht eigentlich da oben für ein grüner Hammer? Achso, hier können wir was an dem Ausrüstungsdock ein- und ausbauen, ne? So, jetzt kann er wieder. Aber auch nicht lange wahrscheinlich.
Naja, wir sind jetzt auch schon fast da. So, dann können wir schon mal reingucken, ne? Ne, Autopilot will ich nicht. Da will ich hin. Ja, Güter nochmal, schwarze Breitgeschütztürme bauen. Was war das für eine? Piraten greifen den Sektor an. Okay, da muss ich noch ein bisschen aufpassen vielleicht. Da bin ich nicht so ganz so stark drin. Das ist alles now nit. Was haben wir denn hier so? Ach hier. Ne, das ist das Verkaufen, ne? Ne, da kann ich auch Weingeschützen neue bauen. Und hier kann ich individuelle bauen. Okay. Habe ich noch nie gemacht. Weiß natürlich wieder nicht, wie das geht. Seltenheit. Nach Seltenheit sortiert. Abwracker. Eco-Reparaturlaser. Abwracker, was war da? Die blauen sind hier die besten, okay. Ja, und wir sind dann da schon nicht an der besten Stelle hier, oder? Reichweite 2,8, 1,5, 1,5, 60 haben wir Dingens hier, Reichweite 5. Das war gerade Reichweite fast 10. Hier ist die Reichweite 16 und der hat auch DPS 187. Das ist eine Langzeit-Vierfachkanone, die glaube ganz nett zu bauen wäre, oder? Ach so, dann brauchen wir die Klamotten alle dafür wieder. Ah, Servos, Sprengköpfe, Hochdruckröhren, Sprengladung, Stahlkabel. Okay, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja ein hoher Aufwand, diese Klamotten alle herzuholen. Okay, dann hat sich das erstmal erledigt. Ich weiß nicht, was der Thomas da meinte, was ich da tun soll, wenn ich hier Waffen kaufe. Ja, Hyperraumsprungziel, das muss ich wahrscheinlich irgendwie anders mal machen. Ja, das bringt mich dann nicht weiter. Jetzt würde ich dieses Tor nach hier unten wahrscheinlich wählen wollen. Da unten ist das Ausrüstungsdock. Haben wir hier noch was? Das können wir ja gerade hier gucken. War noch was Interessantes dabei? Mega für Metall, Metall, Metall. Ne, da ist glaube ich nichts bei. Südwesttor. Springen wir dann an. So, Südwesttor sollten wir vielleicht hier mal raussuchen, wo es ist. Da oben. Was muss ich da? Dann da. Und dann springt er oder fliegt er dahin, ne? Oder? Wo ist das Tor? Ich sehe es gerade nicht. Da muss es irgendwo sein. Wo steuert er denn lang? Der Autopilot ist an. Was macht er jetzt? Zieht sich da an? Nee, das wollte ich doch gar nicht. Da ist was schiefgelaufen. Ja, da ist derbe was schiefgelaufen. Das ist jetzt das Südwesttor. Da wollte ich hin, mein Freund. So, jetzt hat es geklappt. Das war schon wieder komisch. Ich hätte natürlich hier diesen Sprung da. Wo geht denn der? Ach ne, der geht weit weg nach außen. Das bringt uns auch nicht. Wir müssten mal hier so ein großes Tor finden, ne? Dass wir weiterkommen, weil das ist so ein bisschen knapp. Hier diese kleinen Sprünge, die dauern aller ewig, ne? So, jetzt. Ja, da ist das Tor. Ein bisschen schlecht zum Einfliegen, aber passt schon irgendwie. Okay, dann werden wir mal schauen, wie das wird. Ja, ich denke mal, ich werde mal gucken, dass ich mit dem Schiff noch weiter Richtung Zentrum unterwegs bin, bis ich Trinium finde oder so. Und dann werden wir da was abbauen. Oder naja, wir bräuchten das andere eigentlich sogar noch. Wie heißt es? Ich komme gerade nicht drauf. Wir können es aber wahrscheinlich nachgucken. Xanion wollten wir haben, ne? Das war Xanion kriegen. Da werde ich mal offline weiter Richtung Xanion fliegen und dann melde ich mich wieder in der nächsten Folge, ne? Alles klar, bis dann. Ciao.